Berlin. Ganz in der Nähe des Reichstags, im Paul-Löbe-Haus, hat Sören Barthol sein Büro. Der 2005 wiedergewählte Abgeordnete aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf erstellt gerade seine Halbzeitbilanz. Dazu gehören natürlich auch Fotos mit anderen Abgeordneten, mit Ministern oder dem Parteivorsitzenden Kurt Beck. Wir haben nachgefragt, weiß Kurt Beck überhaupt, mit wem er sich da in freundschaftlicher Geste ablichten lässt? Den wen? Sören Barthol. Und wem? Ich weiß im Moment mit dem Namen nichts an. Genau. Ach, Sören kann man nur sagen, da ist ein Talent auf den Weg des politischen Weges gegangen und ich bin sicher, dass er alles andere als am Ende dieses Weges ist. Sören Barthol ist einer von 613 Abgeordneten. Er hat viel zu tun, arbeitet unter anderem mit Peter Struck in der Parlamentarischen Gesellschaft und bei vielen Kollegen kommt seine Arbeit gut an. Er ist einfach sehr engagiert, sehr offen und von den Problemen seines Wahlkreises bringt er sehr viel auch hier in die Fraktion mit ein. Der 33-Jährige engagiert sich in Berlin auch für Marburger aus seinem Wahlkreis. 1300 Besucher hat er in diesem Jahr schon empfangen. Oft führt er sie selbst durch den Reichstag, obwohl sein Zeitplan immer eng ist. Daniel Lotz, Realschüler aus Niederwalgern, erhielt als 1000. Besucher Kinogutscheine und wie seine Mitschüler wurde er von Barthol in die Geheimnisse des Bundestages eingeweiht. Wenn ich mal Fernseher anmache, da sitzen da 30 Leute, 40 Leute, vielleicht auch manchmal nur 20 Leute und dann fragen sich viele von euch, ja, was machen denn diese Abgeordneten den ganzen Tag? Sitzen die irgendwo, essen ihre Lachsschnitten oder sind die hier shoppen im KDW oder trinken die irgendwo hier bei dem schönen Wetter am Pariser Platz ein Bier oder einen Kaffee? Da kann ich mal ganz klar sagen, das ist natürlich nicht so. Man geht immer dahin und man beschäftigt sich immer damit, um dieses Thema, um was es geht. Und deswegen sitzen dann immer doch relativ konstant zwischen 20 und 50 Leuten im Plenum. Richtig voll wird es nur, wenn die Kanzlerin eine Regierungserklärung abgibt oder wenn ein Minister oder eine Ministerin eine Regierungserklärung abgibt oder wenn ganz, ganz wichtige Abstimmungen sind. Ansonsten sitzen die Fachpolitiker im Plenum, das heißt nicht, dass die anderen nicht auch dort sitzen dürfen. Und es ist bei uns auch so, wenn zu wenig Leute da sitzen, dann gibt es bei uns in den Büros einen kleinen Kasten. Da wird dann durchgerufen, so ganz flapsig auch, jetzt ist aber peinlich, wird aber langsam mal Zeit, dass hier mehr Leute ins Plenum kommen oder es ist doch ein wichtiges Thema, das geht auch den und den an, kommt bitte hin. Es war sehr informativ. Und ich fand es dementsprechend auch sehr beeindruckend, so was darüber gekommen ist. Er ist ja auch nur ein Mensch. Viel laufen, das gehört für einen Abgeordneten zur Tagesordnung. Vom Verkehrsausschuss zum Plenum, vom Arbeitskreis zum Netzwerktreffen ins Büro, wo ein Vorstellungsgespräch ansteht. Hallo, Sören Barthol. Ja, herzlich willkommen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir rein und legen gleich los mit dem Bewerbungsgespräch. Wir haben uns das mal angeschaut und inhaltlich ist das ja perfekt, das passt ja ziemlich genau auf das, was wir hier im Büro auch machen. Du warst da eigentlich so mein Favorit. Ja. Zum Entspannen geht es manchmal in den sogenannten Wahlkreis. Eine Kneipe, in der die Genossen auch mal das Jackett ablegen und sich ganz leger geben. Dass er nie Krawatten anhat, das stört mich wirklich. Barthol weiß, dass es manchmal schwer ist, seine Themen durchzusetzen. Man muss hier doch ziemlich dicke Bretter bohren, bis man da mal durchkommt. Das ist nicht immer so einfach. Ich habe mir einiges viel einfacher, viel leichter vorgestellt. Hier wird doch viel über Bande auch gespielt. Man muss unglaublich viele Gespräche führen, bis man das, was man auch will, erreicht hat. Und er weiß, wie seine Zukunft aussehen soll. Mein Traum ist halt einfach, dass ich sozusagen das Amt so mache, wie ich mir das vorstelle, wie ich mir das damals vorgenommen habe, dass ich auch wirklich was bewegen kann. Und zwar nicht nur die Dinge, die ich mir vorstelle, sondern auch eben nicht nur für den Wahlkreis, sondern auch, es hört sich jetzt ein bisschen pathetisch an, aber auch fürs Land. Das ist einfach so. Man kann hier eben, man hat auf der einen Seite seinen Wahlkreis, für den man Politik macht, ganz klar. Aber ich bin ja hier auch für bundespolitische Sachen und Dinge verantwortlich. Und da möchte ich einfach meine Arbeit gut machen. Und ich finde schon, man hat hier noch nicht ausgelernt.